Ihr Regierungspartner Johannes Rauch hat ja mit diesem mittlerweile berüchtigten Satz entweder alles offen oder alles zu gleichgestellt, dass quasi entweder ein Tauschgeschäft anstünde, das war impliziert, Industrieproduktionsbetriebe mit Schulen aufzuwiegen. Hinterher war alles ganz anders und natürlich sind wie immer wir Medien schuld, das habe ich auch verstanden. Wie ist es jetzt mit dem Haussegen in der Regierung? Hängt der schief? Vertragen Sie sich wieder? Sie hatten heute eine gemeinsame Pressekonferenz. Naja, wir müssen ja auch gemeinsam nach vorne schauen und ist eine wesentliche Aufgabe. Und jetzt kann jetzt nicht ein Twitter alleine, glaube ich, eine Regierung aus den Angeln heben. Das wird ja auch nicht der Fall sein. Wie im Übrigen diese Herumtwittererei oft mehr Probleme schafft, als sie uns eigentlich hilft. Man sollte immer einfach ein bisschen nachdenken, bevor man twittert, glaube ich. Gerade als Politiker wäre es angebracht. Wir sehen das ja weltweit bis nach USA, was damit für Dinge ausgelöst werden. Also ich habe nie eine große Freude mit diesen kurzen Twitter-Meldungen, wo man glaubt, die ganze Welt erklären zu müssen. Im Regelfall hat man hinten nach mehr Probleme, als man davor Vorteile hatte mit der Twittererei. Deswegen betreibe ich es auch selber nicht, weil die Verlockung ist immer groß, mit drei Zeilen zu glauben, irgendwas transportieren zu müssen. Und es geht halt auch sehr oft schief, gerade bei Politikern. Manche machen das zum Sport, weil sie das so wollen. Und andere haben dann nachher große Mühe zu erklären, wie sie es wirklich gemeint haben, nämlich völlig anders und brauchen dann tagelang irgendwie, um wieder zurückzurudern. Also mein Rat ist einfach, mit diesen Twitter-Reihe da ein bisschen vorsichtig umzugehen und jedenfalls, wenn es um Kernprobleme, um Kernaussagen geht, wirklich gut überlegen, was man da hineinschreibt. Und bevor man natürlich twittert, dass die Produktionsbetriebe in Vorarlberg schließen sollten, ist es schon angebracht, noch einmal darüber nachzudenken, ob diese Aussage nicht wirklich deplatziert ist. Und das war sie natürlich auch, das weiß er mittlerweile auch. Das wurde zwischen uns zwei auch besprochen. Niemand in der Republik hat ernsthaft daran gedacht, alle Bereiche der Produktion zuzusperren, weil dann wäre es nicht nur dunkel in Österreich, sondern stockdunkel. In Vorarlberg wären es zigtausende Arbeitsplätze. Also wir haben jetzt alle Handvoll zu tun, dass wir den Arbeitsmarkt insgesamt entlasten können, weil jetzt ist der Handel zugegangen, auch das ist nicht leicht. Der Tourismus ist zu, die Gastronomie ist zugesperrt. Ich meine, da gibt es tausende Arbeitnehmer dahinter und Familien, die natürlich hoffen, dass sie dann aus der Kurzarbeit wieder rauskommen und einen Job wieder finden. Und das ist ja nicht klar, dass das alles so einfach läuft. Das muss ja alles wieder in Schwung kommen. Und bei der Industrie, bei der Produktion wären das zigtausende Arbeitsplätze im Lande. Da gab es viele negative, besorgte Reaktionen, die man verstehen muss. Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es auch seine Aufgabe, das zu korrigieren und nicht meine. Aber ich habe ihm geraten, auch in der ärgsten Krise kühlen Kopf zu bewahren, ein bisschen weniger zu twittern und ein bisschen mehr zu arbeiten, habe ich gesagt.